Willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamo, Abteilungsleiter Marketing. Und heute möchte ich euch erklären, warum das Onboarding so wichtig ist. Was erstmal ist überhaupt das Onboarding? Das ist der Teil, wo der Kunde vom Verkauf ins Fulfillment, also in die Abarbeitung gelangt. Hier wird jetzt die verkaufte Dienstleistung letztendlich präsentiert, umgesetzt, erklärt. Ja, also worum geht's da? Das Onboarding ist einer der wichtigsten Punkte, weil das ist der Teil, wo der Kunde das allererste Mal zum Beispiel mit der Marketingabteilung in Kontakt tritt. Der Kunde muss in diesem Fall natürlich äußerst professionell, positiv abgeholt werden. Das ist der erste Kontakt mit dem Partner, mit dem er jetzt vielleicht die nächsten 3, 5 oder 10 Monate Zeit verbringen wird. Ja? Das heißt, das Onboarding, da muss ein wahrer Experte rein. Da muss jemand rein, der dein Unternehmen wiedergeben kann, der jeden Prozess auch erklären kann, der auf jede Rückfrage eines Kunden eine Antwort hat, der ihm klar zeigt, wohin die Reise geht. Was haben wir heute vor? Was machen wir heute? Wohin wollen wir mit dir in den nächsten Monaten? Was ist überhaupt Teil dieser ganzen Dienstleistung? Ja? Und ganz wichtig ist natürlich, dass das Onboarding auch natürlich strukturiert ist. Es muss eine Einleitung geben. Es muss erstmal erklärt werden, wer macht gerade das Onboarding? Wer ist diese Person? Und warum kann diese Person, dieser Mitarbeiter, dem Kunden weiterhelfen? Ja, warum ist er genau die richtige Person, die an dieser Stelle jetzt den Kunden berät? Danach geht es natürlich auch ums Eingemachte. Worum geht es überhaupt? Was muss jetzt gemacht werden? Was muss eingestellt werden? Was kommt jetzt dazu? Und am Ende auch natürlich klar die Botschaft geben, hier bist du bei mir gut aufgehoben. Ja? Der Kunde darf nicht ängstlich sein irgendwie. Er darf nicht das Gefühl bekommen, hey, ich rede hier mit irgendjemandem. Er muss das Gefühl bekommen, ich rede mit einem absoluten Experten. Ja? Er muss sich sicher fühlen. Er muss sich freuen, dass er jetzt eine neue Reise angeht. Ja? Du musst dir vorstellen, meistens, wenn ein neuer Kunde kommt, dann hat er gerade Geld geblecht. Er hat etwas gezahlt. Ja? Er hat aber auch etwas investiert für seine Zukunft. Er will sein Unternehmen verändern. Er ist bereit. Für ihn ist das natürlich, egal wie hoch die Summe ist, eine Stange Geld. Und jetzt kommst du ins Spiel als Onboarder. Du zeigst ihm, warum es sinnvoll ist, dieses Geld zu investieren. Ja? Warum es der richtige Schritt ist. Warum auch gerade dein Unternehmen, ja? Warum dein Unternehmen ihm jetzt auch weiterhelfen kann. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, Onboarding muss klar strukturiert sein. Du musst den Expertenstatus raushängen lassen, ja? Und du musst den Kunden führen. Er muss immer sich abgeholt fühlen. Und nur dann wird das auch eine erfolgreiche Kampagne. Es wird ein glücklicher Kunde, wenn er am Anfang klar alles erklärt bekommt, wenn er genau weiß, wo er ist, wenn er genau weiß, wer sind seine Ansprechpartner, wenn er genau nochmal erklärt bekommt, wann bekommt er etwas, in welcher zeitlichen Folge und wie es danach auch weitergeht, ja? Er muss informiert werden, er muss vernünftig belehrt werden und dann ist das auch ein happy Kunde. Ja, das war so viel zu dem Thema Onboarding, der Onboarder deines Unternehmens. Und lasst ein Like da, abonniert den Channel und bis zum nächsten Video.